Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Darksiders 3. Wir begeben uns jetzt auf zu den rauen Klippen. Ich habe hier vorne schon mal das Tor geöffnet, habe mir das Gebiet hier vorne schon mal angesehen. Dann hat kurz Fury mit der Beobachterin geredet. Es wurde davon unter anderem erzählt, dass sich hier eine weitere Todsünde befinden soll. Das kann nur die Todsünde namens Zorn sein. Oben auf dem Marker wird ja auch der rote Totenkopf eingeblendet. Und dann stellen wir uns doch mal hier den kleinen Dämonen. Wir befinden uns in der Narbe. Seht ihr ja. Wird ja eingeblendet. Und das Gebiet hat einiges zu bieten. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin schon mal da vorne ein Stückchen weiter lang gelaufen, hab mir die Gegend mal angeschaut und ja, da bin ich auch schon ein, zweimal verreckt. Und zwar an so einer komischen Raspel oder was das auch immer da war. Da muss ich was einfrieren. Ich kann euch das gerne nochmal zeigen, aber so wirklich habe ich das nicht hinbekommen. Keine Ahnung, ob ich mich da wieder ein bisschen zu doof für anstelle. Das ist wahrscheinlich wieder was ganz Simples und die ganz simplen Sachen, ja gut, die sind für mich immer relativ schwer. Keine Ahnung warum. Das Ding ist schon mal da. Das ist toll. Dann komme ich da schon mal rüber. Hier seht ihr. Hier sind meine Seelen. Die fliegen da rum. Oh, hier wäre ich fast runtergefallen. Der war natürlich jetzt nicht so schwer. Und da vorne bei diesen Walzen, da komme ich nicht weiter. Also da kam ich jetzt nicht weiter, wo ich mich umgesehen habe. Hier muss ich auch unter anderem was einfrieren. Es wird auch immer davon die Rede sein, dass ich hier was einfrieren muss. Halte mit ausgerüsteter Stasefähigkeit gedrückt, um Erlösung die Fähigkeit zu verleihen, Objekte einzufrieren. Die Frage ist jetzt, welche Objekte? Sollen es da gar die Felsen sein? Ich muss das ja auf jeden Fall anvisieren. Weil mit Fury visiert jetzt da vorne irgendwelche Gegner an. Gut, die Objekte sind schon mal nicht. Also sind es schon mal die Walzen. Die hätte ich jetzt eingefroren. Das bleibt auch alles eine Weile, aber natürlich nicht lange. Und ich glaube nicht, dass wir mit dem Doppelsprung darüber kommen. Ich glaube, das muss ich mit der Gleitfähigkeit dann machen. Ich versuche das gleich mal nochmal. Jawohl, diesmal hat's geklappt. Ich bin ja hoch erfreut. Ich wurde da nämlich schon zwei, dreimal zermalmt. Ich habe das einfach mal ausprobiert, wollte mal wissen, was muss ich denn hier so am Anfang machen, weil es sah schon sehr beeindruckend aus, wo ich da hochgeklettert bin. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Also das hat mit der Gleitfähigkeit hingehauen. Ich weiß nicht, ob man das auch mit der Feuerfähigkeit gemacht hätte, mit dem Doppelsprung, ob das vielleicht sogar besser wäre. Ich habe das jetzt, wie gesagt, mit der Sturmfähigkeit gemacht. Kleines Loja-Gefäß. Ach, da vorne ist ja auch noch was. Darf ich nicht vergessen. Aber wenn das schon so anfängt hier, das Gebiet, ja gut, dann erwartet mich echt einiges. Das kann ja dann heftig werden. Und ihr wisst ja, Speicherpunkte sind ja hier in dem Spiel echt eine Rarität. Die ganze Zeit vibriert auch der Controller. Also liegt wahrscheinlich an diesen Walzen, die da hinten im Gange waren. Aber nette neue Gegner sind hier am Start. Also das Setting ist mal was komplett anderes. Es sieht immer so aus, als wären wir hier in einem riesengroßen zerstörten Gebäude. Und wir befinden uns natürlich auch in einer Wüstenregion. Das geht ja schon mal gut los. Mal wieder sowas. Na toll. Und da vorne ist, glaube ich, der Oberaufseher. So sieht das aus. Die anderen schuften hier und der eine schaut sich das da hinten nur aus der Ferne an. Ah, Bürschchen. Das macht er gerne, oder? Abwehren. Oh, jetzt kommt der Aufseher.
Na, was hast du drauf? Ach so, ja, ich sollte öfter mal anvisieren. Hat ich ja vergessen. Ach du Scheiße. Nein, mein schönes Fragment wurde eingesetzt. Ja gut, dafür haben wir es ja, aber trotz dessen. Nur weil ich das jetzt mit dem scheiß Fokus ausprobiert habe, das habe ich doch sonst nicht gemacht. Weil wie ihr seht, der haut richtig rein, der Große. Kann ja öfter mal passieren. Hier kann ja jeder Gegner kann Fury hier töten. Und das geht schneller, als man denkt. Aber schade, dass das Fragment jetzt draufgegangen ist. Oh, wo kommst du denn noch einmal her? Na gut, dann machen wir den einen da vorne erstmal noch klar. Ah ja, okay. Ein Käfer ist noch am Start. Jetzt ist er nicht mehr am Start. Wo kommt er denn raus? Ach, da. Das war's dann erstmal mit diesem Areal. Außer der eine Typ da hinten. Der hat's noch gar nicht mitbekommen, dass wir hier sind. Da kann ich dann hoch, das sehe ich schon. Und was haben wir hier oben? Ah, okay, da komme ich nicht hoch. Kann ich den Schalter betätigen? Also ich kann anvisieren, aber ich kann nicht treffen. Nee, das geht nicht. Schade. Na, dann müssen wir das gleiche Spielchen machen wie da vorne. Was war denn das gerade? Oh. Jetzt brennt das da unten. Keine schöne Sache. Das Ding ist schon mal in der richtigen Position, warum auch immer. Sollte ich mich wahrscheinlich nicht drüber wundern, ich sollte mich eigentlich nur freuen. Dann kann ich da erstmal rüber. Und wir werden natürlich auch immer öfter darauf hingewiesen, dass wir hier die Fähigkeiten wechseln müssen. Okay. Naja gut, ich kann es ja nochmal probieren. Eventuell hält es da auch von alleine an. Ansonsten muss ich das wirklich mit der Stasi-Fähigkeit einfrieren, damit das Ding genau hier stehen bleibt und ich rüberkomme. Und es hält schon mal nicht an. Versuchen wir es doch gleich nochmal. Das sollte klappen. Ah, Feuerfertigkeit. Komm, Fury. Oh, scheiße. Okay, aber das war schon mal richtig. Na, wie zum Teufel komme ich da jetzt wieder rüber? Ach du Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder wie? Na, das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Ich muss doch wieder ran. Zum Teufel. Kann ich das einfrieren? Nee, das geht nicht. Wenn ich darauf gehe, ja gut, dann nehme ich ja Schaden. Dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Ja, ist toll, dass das hier immer eingeblendet wird. Aber gut, wenn ich da einmal abgeschmiert bin, ja, da unten brennt das. Das ist echt scheiße. Oh, okay, es hört irgendwann auf. Brennt es jetzt wieder? Nee, es brennt nicht. Gut. Naja, gut, ich dachte schon.
Kann ich das auch so anschließen mit der Stasefähigkeit oder warum ist das da lila? Ah, okay, ja, wir müssen es wirklich so machen. Also das hat alles auch wirklich einen Sinn und einen Effekt. Na, mal schauen. Eventuell habe ich doch Glück und das hält davon alleine an. Aber nein, das wird überhaupt nicht der Fall sein. Dann schicken wir es jetzt nochmal zurück. Wechseln auf die Stasefähigkeit und los. Ja gut, ich wollte nur mal sehen, ob das klappt, aber wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch ausgerichtet. Und es bleibt auch wirklich gar nicht so lange. Ach ja. Na bitte, geht doch. Jawohl, wir hätten es geschafft. Ein Speicherpunkt wäre natürlich nicht schlecht. Aber das macht das Spiel ja wahrscheinlich nicht. So nett waren dann die Entwickler doch nicht. Aber was sie eingebaut haben, ist natürlich das hier. Oder auch nicht, ich habe gedacht. Da öffnen wir dann irgendwas. Ach so, okay. Dann kommen wir da unten also wieder durch. Na, ist ja toll. Haben wir hier sonst noch irgendwas Tolles, was ich mir holen könnte? Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen schade. Ich mag das Gebiet ja jetzt schon nicht. Ich gehe einfach mal hier runter. Wir kommen dann auf jeden Fall hier wieder durch. Selbst wenn ich jetzt wieder drauf gehen sollte, ist das Tor wieder offen. Aber ich hoffe, ich muss dann nicht zu diesen komischen Säulen zurück. Ach Quatsch, nicht zu den Säulen, zu diesen Walzen meine ich. Die waren ja schon echt ätzend. Und so fängt das hier natürlich schon an, ja? Na mal schauen, was haben wir denn hier? Ich laufe mal unterirdisch lang. Vielleicht können wir uns ja irgendwo anschleichen und haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Also hier komme ich nur mit der Stasefähigkeit weiter. Ach, du hast ihn schon gesehen. Oh mein Gott. Was ist das für ein Riesenteil? Ich bleib mal bei meiner Sturmfähigkeit. Die Tornados, die haben mir bis jetzt immer gute Dienste geleistet. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich werde erstmal versuchen, die einfachen Dämonen hier auseinanderzunehmen. Gut, dann kommt der Große. Um den kümmere ich mich dann doch jetzt schon mal. Na gut, wenn der zuschlägt, da wächst kein Kraut mehr. Schnell weg hier. Okay, wir dürfen gar nicht weg. Oh, meine Güte, darf ich mich mal heilen? Nee, darf ich auch nicht. Oh, okay. Also mit dem ist wirklich nicht gut Kirschen essen. Dann kriegst du das hier mal ab, mein Bester. Ich weiß gar nicht, hast du wieder eine Dreier-Angriffskombi drauf? Na gut, das ging schon mal. Es lief auch schon mal besser, davon mal abgesehen. Aber ja, das Spiel ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich hatte schon öfter mal schwierige Passagen gehabt. Die habe ich dann nach und nach auch gemeistert. Ich hoffe, das läuft ja auch so. Oh, das gefällt mir gar nicht, wenn ich das hier schon wieder sehe. Was kann ich denn mit den Dingern machen? Gar nichts wahrscheinlich. Die sind nur Dekoration. Also wir kommen einmal hier vorne lang. Aber da vorne, da war ja auch noch was. Haben wir unten was? Oh, da sollte ich nicht runter. Das war heftig knapp. Meine Neugier wurde fast bestraft. Da war ein Ladebildschirm. Und ich wette, in diesem Gebiet befinden sich auch noch weitere Menschen, die wir zu Ultan schicken können. Aber da muss ich mich echt gründlich umschauen, um die zu finden.
Aber wir finden ziemlich oft jetzt immer diese Diamantspatstücken. Wundert mich ein wenig. Wie viel habe ich denn überhaupt davon? Davon habe ich auch schon 14 Stück. Einen Brocken haben wir auch noch. Damit können wir eine Waffe auf plus 10 machen. Und was habe ich noch für andere Sachen bekommen? Wo waren die denn? Na gut, da sind 15.000 Seelen und das sind 6.000 Seelen. Ja, wenn ich bei Wulgrim wäre, könnte ich mir sogar einen Merkmalspunkt dafür leisten. Aber hier vorne ging es jetzt wirklich nicht weiter. Da kam ich ja runter. Da vorne ist noch ein Tor, aber gut. Da ist auch jemand drin, aber da kommen wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt raus oder auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Einfach mal abwarten. Wahrscheinlich sollte ich mir bei Wulgrim auch öfter mal jetzt ein unvergängliches Fragment kaufen, dass wenn ich sterbe, dass ich gleich weitermachen kann. Das ist wahrscheinlich von Vorteil in dieser Gegend hier. Jawohl, ein Speicherpunkt, ein Speicherpunkt. Meine Güte, das ist ja toll. Na denn, geben wir mal was aus. ...32.000 haben wir. Sei gegrüßt, das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst, lass dir Zeit. Was würden das kosten? 1.500, naja gut. Ah, ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Nee, kann ich auch ehrlich gesagt nicht, Wulgrim. Das habe ich mir jetzt einfach mal geleistet. Das muss auch mal drin sein. Seit wann bietest du denn hier Fragmente an? Es waren doch sonst immer nur Splitter bei dir im Angebot. Ach, ich glaube, das ist meins, was ich mal verkauft habe, oder? Ach nee, ich habe ja aus Versehen ein Artefakt verkauft. Wir haben hier auch noch zwei Verbesserungen, die wir bei ihm kaufen könnten. Aber gut, müssen wir ja nicht. So toll sind die auch gar nicht. Wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Naja, in dem Gebiet bin ich wahrscheinlich die Einzige, die schreit. So, wir haben einen Merkmalspunkt, den hau ich auch in Gesundheit. Haben wir da schon mal auf Stufe 20. Hier würde es jetzt runtergehen und da vorne, ja, da würde es wahrscheinlich weitergehen, aber warum geht es hier runter? Mal kurz nach da vorne laufen. Wie weit geht denn das Gebiet? Oh Gott. Okay, die haben mich noch nicht gesehen. Ich check erstmal das da ab. Ich mag das Gebiet nicht. Das muss ich echt mal jetzt erwähnen. So toll das auch aussah und ich habe mich auch echt auf ein neues Gebiet gefreut, aber... dass man hier so schnell drauf gehen kann, das kotzt mich echt an. Ich sterbe ja nicht mal durch den Einfluss der Gegner, sondern durch den Einfluss irgendwelcher Mechanismen, die es hier gibt. Aber gut, wir sind jetzt hier nur runtergegangen wegen eines Engelsartefaktes. Ich bleib mal auf meiner guten alten Feuerfertigkeit. Kann ich das Ding eigentlich anhalten? Tatsache, ich kann es anhalten. Ah, mich wundert das nämlich gerade nur, weil es da oben... ja, das seht ihr ja, da oben gibt es auch noch was zum Rüberschwingen. Aber von hier, mit der Feuerfertigkeit, komme ich unmöglich darauf. Das will ich auch gar nicht ausprobieren. Wenn das schief geht, dann bin ich hops. Okay, aber es wurde ja gespeichert. Das ist natürlich ein Versuch wert. Ich muss mal schauen, wie hoch wird Fury mit der Feuerfähigkeit kommen? Naja, das wird knapp. Das lassen wir erstmal. Ich glaube, wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt da oben nochmal lang. Hoffe ich jedenfalls. Denn ansonsten... ansonsten weiß ich auch nicht. Da bin ich echt gerade sprachlos. Naja gut, rennen wir erstmal weiter.
immer diese blöden Dämonen. Ich will zuschlagen, sie wollen zuschlagen, nur einer kann treffen. Und meistens sind die das. Habe ich den Aufseher jetzt schon gesehen? Oh, diesmal hat er ein Schild. Oh mein Gott. Naja, komm, machen wir hier ein Duell auf Augenhöhe. Ah, okay, der war gut. Das muss ich dir lassen. Hast du jetzt gerade Verstärkung gerufen? Das kannst du doch nicht machen. Warum zum Teufel machst du das? Und auch noch so eine Teile. Ich habe gedacht, wir können über alles reden. Ich habe gedacht, du wärst ein Netter. Aber bist du ja nicht. Oh. Da bin ich mal gut ausgewichen. Ruft der Wiederverstärkung? Hat er eine Panne? Oh, er rammt mich. Er rammt mich. Jetzt haut er mich. Er schlägt mich hier den ganzen Platz. Oh, Fury. Das war nicht so toll. Ja, komm, mein Bester. Du hast so ein tolles Schild. Das würde ich dir ganz gerne mal kaputt schlagen. Mach das immer mit dem Magieangriff. Ist wahrscheinlich von Vorteil. Ach, da kann ich mir Schaden zufügen. Keine Ahnung, hat er jetzt wirklich Verstärkung gerufen oder hat er einfach nur die Mittagspause eingeläutet? Na gut, es wird wahrscheinlich Verstärkung gewesen sein und unter anderem die Mittagspause. Oha. Na gut, dann das Angriffsschema von den Gegnern, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Achso, wir hatten beide die gleiche Idee, in diese Richtung zu springen, wa? Oh, die mit ihren scheiß Blocken immer. Was hast du jetzt davon? Ach ja, wie ich das liebe. Oh. Na gut, ich glaube, der wollte eigentlich nur zur Mittagspause. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mir wehtun wollte. Ein Käferchen. Ich kann mir schon denken, wie ich da hochkomme. Und zwar muss ich das dann drehen und dann auch einfrieren. Oder einfach nur in eine richtige Position ausrichten. Irgendwie so wird das schon klappen. Mich gar nicht hier so wirklich weit zu gehen. Hier kann man überall abschmieren. Das ist echt heftig. Sag mal, Kollege, dein Boss hat doch hier vorhin die Mittagspause ausgelöst. Warum bist du nicht zu Tisch gegangen? In der Kantine gab es heute nämlich Hackbraten. Na gut, das hast du jetzt verpasst. Okay, dann muss ich das da halt irgendwie in Gange setzen. Wahrscheinlich von hier oben. Und das wird nicht von alleine anhalten. Oder doch, ich könnte Glück haben. Jawohl, ich habe Glück. Und jetzt habe ich wieder Pech. Ach, Fury. Das darf doch nicht wahr sein. Aha. Da komme ich dann auch schon mal rüber. Was wird hier lang transportiert? Das Gebiet, naja gut, wenn ich das jetzt so sehe, es hat für mich ein bisschen was wie ein übergroßer Schrottplatz. Keine Ahnung, was die Dämonen hier abbauen. Und was das dann im Endeffekt nachher für einen Sinn ergibt. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal darüber. Dann muss ich das wahrscheinlich wieder ausrichten, damit ich dann da vorne rüberkomme. Und ich kann jetzt einmal hier lang. Und ich gehe erstmal hier lang. Ah ja, ein Käferlein. Oh, es ist so wieder weg.
Na komm, zieh dich nicht. Zöger es nicht hinaus. Ich will nicht sterben! Ja, musst du ja auch nicht. Wir haben einen Menschen gefunden, jawohl. Bitte! Gern geschehen. Viel Spaß bei Ultan. Na, das ist ja toll. Also es gibt doch Menschen hier. Das erfreut ja mein kleines Gamerherz wieder, dass wir einen Menschen wieder gerettet haben. Aber was mich jetzt natürlich wieder nicht erfreut, ist, dass ich darüber muss. Wieder so eine Sache auf Zeit. Schade, das war zu früh. Das war einfach zu früh. Dann machen wir es nochmal in die andere Richtung. Ja gut, es würde wahrscheinlich jetzt klappen, aber ich müsste wieder auf die Feuerfähigkeit gehen und das hätte einfach zu viel Zeit gekostet. Ich schlage das am besten in die andere Richtung. Das ist eigentlich besser her. Besser vom Timing für mich her. Jetzt komme ich, glaube ich, daran. Nein, Fury! Oh, meine Güte. Ich habe schon gedacht, scheiße, machen wir das ganze Ding nochmal oder wie? Und das ist das, was ich schon öfter bemängelt habe. Manchmal macht sie einfach diesen Peitschenschwung nicht. Das kann wirklich lästig sein. Mir fällt gerade auf, habe ich mich auf der Plattform hier unten überhaupt gründlich umgesehen? Ich habe keine Ahnung. Was passiert denn, wenn ich das hier betätige? Ja gut, da passiert gar nichts. Warum auch immer. Ich gehe mal hier rein. Gut, dass er da drüben ist. Ein Freund von dir? Wohl kaum. Das war eine rhetorische Frage. Ich weiß, dass du keine Freunde hast. Dafür hast du Feinde. Erzähl nicht auf mich, Helen. Na, die beiden necken sich wieder. Aber schön, dass ich jetzt den Fahrstuhl hier runtergefahren habe. Dann komme ich auch wieder rüber. Ah, jetzt fährt er wieder hoch. Okay, ich habe mich so früh gefreut. Das ist ja blöd. Na, warte mal, Kollege. Das kann ich aber auch, ja? Das hast du jetzt davon. Mich der Sack doch tatsächlich getroffen. Ach so, damit holen wir den Fahrstuhl nur wieder runter. Oh, ho, ho. Ja gut, da könnte ich jetzt rübergleiten. Das da drüben scheint ja der Freund der Beobachterin zu sein. Jedenfalls hat es so ausgedrückt. Da oben müssen wir, weiß ich nicht, müssen wir da hin. Da sind schon wieder so eine Walzen. Oh mein Gott. Achso, wir können hier runterrennen. Ich habe gedacht, hier ist ein Abgrund. Ich mag das Gebiet nicht. Ich mag es einfach nicht. Zier dich doch nicht so. Das gibt eine 7,0 als Haltungsnote. Oh, da ist er wieder der was schmeißt. Und der auch wegrennt. Warum rennt der weg? Sehe ich so furchteinflößend aus mit meinen weißen Haaren? Tja, du musst auch mal wieder zu uns kommen, wa? Aber jetzt kannst du nicht wegrennen. Wie viel hält denn der aus? Das ist doch ein Fernkämpfer. Und was macht der andere jetzt hier? Das kann ja wohl nicht sein. Jungs, was macht ihr denn hier für einen Scheiß? Ruft hier noch einer was auf mich? Oh, Tatsache. Ach so, ja, stimmt. Dich hätte ich ja fast vergessen. Du hast mich nicht vergessen, oder?
Warum sind die so lästig? Ein Stärkefragment. Da drüben, ja gut, da kann ich noch was runterwerfen. Kann ich das von hier machen oder muss ich da gar rüber? Aha, okay, da muss ich rüber. Da drüben ist auch noch was. Aber da können wir uns ranschwingen, wenn wir eine Etage weiter tiefer sind. Also hier oben scheint es jetzt nichts zu geben. Ich gehe mal auf einen ganz normalen Wege runter. Hier muss man wirklich aufpassen, wo man hier runter geht. Hier kann man wirklich echt leicht abschmieren. Ja gut, dann wäre ich nicht gleich tot, das weiß ich auch, aber ich möchte nicht durch sowas unbedingt Lebensenergie verlieren. Da komme ich mit der Kraftfähigkeit hinauf. Ich gehe erstmal nach da unten. Hallo Jungs. Oh, was wolltest du gerade noch zuschlagen? Ich habe gedacht, das wäre beim dritten Mal das war's. Oh, jetzt sind davon auch noch drei am Start. Vier sogar. Das machen wir mal anders. Machen wir hier mal mit schön mit Flammen oder so, ja? Ich heiz euch mal ein bisschen ein. So macht man das. Scheiße, verdammt. Wo kamen die denn auf einmal alle her? Die waren bestimmt sauer, dass sie auch nicht zur Mittagspause durften. Die sahen mir nämlich ein bisschen hungrig aus. Also, kann ich jetzt hier runter oder nicht? Naja gut, das schaue ich mir gleich nochmal an. Ich habe da schon wieder was gesehen. Da war wieder ein Fernkämpfer. Und jemand, der hier die Aussicht genießt. Naja, okay. Es gibt auch solche Dämonen. Jetzt bin ich aber an dieser Stelle. Dann kann ich mir das da oben holen. Kann ich da rüber? Oder hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Ein Engelsartefakt. Ach, scheiße. Wo geht's denn weiter? Wahrscheinlich nach da vorne. Oder darüber. Ich tendiere ja dazu, darüber zu gehen, weil da noch irgendein Gegenstand lag. Und es sieht nicht so aus, als würde es da weitergehen. Holen wir mal wieder das kleine Klebebällchen raus und rollen uns hier rüber. Aber diesmal nehme ich noch einen Zorn. Boah. Okay, darf ich nicht. Oh, Kollege, ich wollte das hier nehmen. Darf ich jetzt hier auch mal was machen? Jungs. Ich wollte doch meine schönen Tornados reinhauen. Damit ihr auch ein bisschen Spaß habt. Nur darum ging es mir. Wenn ihr schon nicht zur Mittagspause könnt, dann auf jeden Fall das, ne? Schnell mal heilen. Sicher ist sicher. Oha. Naja gut, der ist schon mal Geschichte. Boah, schon wieder ein Fernkämpfer am Start. Oh Gott, der Aufseher ist da. Nur ohne Schild. Oder war das der? Ich weiß es gar nicht. Spüre das Brennen meiner Peitsche. Naja, Fury, nicht immer so eine große Klappe haben. Manchmal klappt das auch nicht. Aber das ist natürlich meine Schuld. Ihr könnt übrigens, habe ich gerade festgestellt, wenn wir hier so mit den Artefakten so rumspielen, wenn ich so durchseppe,
Ja, nehme ich übrigens mal ein kleines Heilungsartefakt. Und wenn wir jetzt irgendwo hier hinten sind und, sagen, und denken dann so, oh scheiße, ich brauche unbedingt die Erholung der Nephilim, dann drücken wir einfach nach unten. Sind wir bei der Erholung der Nephilim. Habe ich gerade festgestellt. Keine so schlechte Sache, wie ich finde. Ein Belebungskern, jawohl. Und eine Trophäe. Maximale Kapazität. Wir können jetzt also 6 Sachen von der Erholung der Nephilim mit uns führen. Da wird es ja auch eingeblendet. Kapazität in Klammern plus 4. Es hat sich also mal wieder gelohnt, sich umzuschauen. Muss ich ja mal wieder unterstreichen. Naja gut, ab mit dem Klebebällchen wieder rüber. Dann gehen wir jetzt den anderen Weg. Wenn ich dann weiß, wie ich rüberkomme. Ah, einen Augenblick. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt rüberkomme. Habe ich hier vorne was übersehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da von der Wand abspringen kann, oder? Das habe ich so noch gar nicht gemacht, davon mal abgesehen. Ich glaube, das ist der Weg zurück. Ja, gut, dass ich mich nochmal umgeschaut habe. Also, nochmal alles durchgehen. Wir waren da vorne. Hier habe ich alles abgecheckt. Und jetzt geht's nur noch nach da unten. Irgendwie, wahrscheinlich. Irgendwo ist hier aber noch ein Gegner. Ich höre was. Also da geht's auch hin. Aber wo führt uns diese Wand hin? Testen wir das einfach mal aus. Interessant. Jetzt geht's hier unten lang. Ja. Warum das gerade nicht weiterging, ich weiß nicht, ob das an der Kameraeinstellung lag. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, irgendwas gefunden. Aber wir sind ja auch, glaube ich, richtig. Das muss auch so sein. Das müssen wir weghauen. Denn jetzt kann sich der Mechanismus da oben auch drehen. Naja gut, dann geht's wieder zurück. Und dann irgendwie darüber. Oh, ich hoffe, es ist bald ein Vulgrim in der Nähe. Ach so, jetzt muss ich da wieder hoch. Wer macht denn hier solche Geräusche? Ach so, das ist ja der dicke Typ da oben, der Freund der Beobachterin. Das habe ich total vergessen, dass der auf einer Ebene höher ist. Naja gut, was haben wir hier? Ach so, hier hatten wir dann festgestellt, dass wir da was lösen müssen. Okay. Naja gut, das habe ich ja durch Zufall wieder vorher herausgefunden. Auch ich muss immer Glück haben. Wenn ich davor schon so viel Pech hatte. So, jetzt haben wir das hier erstmal freigelegt. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen, ja, wahrscheinlich darüber. Ach, da ist ja noch was. Na, mal schauen. Kriegen wir das jetzt zum Drehen oder nicht? Oh Gott, das geht aber schnell. Ah, bleibt das vielleicht von alleine da? Jawohl. Das ist schön. Das schafft Fury doch nie und nimmer. Das ist doch viel zu weit weg. Na, obwohl, wir schwingen uns ja noch. Ich versuch's mal. Das klappt doch. So weit, so gut, ja?
Hallöchen. Da hatten wir mal wieder dieselbe Idee. War in die eine, selbe, gleiche Richtung auszuweichen, mein Freund. Das passiert doch immer nur bei dem Gegner. Also da vorne geht's auch nochmal weiter, sehe ich schon mal. Aber haben wir hier einen Wulgrim? Das wäre so toll. Nee, aber wir können uns hier einen Weg zurückschaffen. Unter anderem, wa? Aber wenn ich dann jetzt hier runterspringe, komme ich dann noch wieder hoch. Ich habe jetzt da drüben ein Tor geöffnet. Warum zum Teufel habe ich da ein Tor geöffnet? Jetzt ist das Wasser auch weg. Also ich weiß ungefähr, wo ich bin und in der Nähe da vorne ist auch irgendwo Wulgrim, aber schaffe ich das hier mit einem Feuersprung? Ich riskiere es mal. Jawohl, hier komme ich auch wieder zurück. Na toll. Richtig toll. Aber da komme ich natürlich nicht hoch. Das war jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Weg zurück. Wo war denn jetzt der gute Wulgrim? Der müsste irgendwo hier vorne gewesen sein, glaube ich. Ja, genau. Da vorne war er auch. Ich möchte nämlich noch was einlösen. Wenn ich genug Seelen habe... Toller Ladebildschirm, mal wieder. Dann würde ich mir ganz gerne noch Merkmalspunkte holen, aber bei meinem Glück wird das wohl nicht ausreichen. Das sind 10.000, 8.000, 28. Ja, doch, das reicht aus. Kann ich mir noch ein Pünktchen holen? Sei gegrüßt, das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst. Oh, sorge dafür. Und auch das hau ich nochmal in Gesundheit, weil ich finde, Stärke bringt nicht mehr so wirklich viel. Bei jedem weiteren Level 3%, das ist ein bisschen wenig. Ich könnte Magie nochmal hochsetzen, ein klein wenig auch auf 100%, aber ich werde jetzt erstmal Gesundheit immer erhöhen. Ist wahrscheinlich, hoffe ich, keine Schmerzen. Dass sie schreien, Reiter. Da wir auch bei Wulgrim sind und ich hier speichern kann, würde ich sagen, das war's dann erstmal für die erste Folge in den rauen Klippen. Ihr seht ja, es ist nicht ganz so einfach. Ich habe mich auch ein bisschen blöd angestellt an der einen oder anderen Stelle. Ich muss mich auch erstmal mit der ganzen Umgebung hier und mit den neuen Gegnern zurechtfinden. Ist nicht ganz so einfach. Naja gut, wie dem auch sei. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert, bewertet, würde ich mich riesig drüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Let's play Darksiders 3.